Hiho und willkommen, meine lieben Rollenspielfreunde, zu einem neuen Sonntagsprojekt von mir, nämlich The Fall of the Dungeon Guardians. Manche werden sich jetzt denken, ich habe ja doch schon mal ein Let's Show davon gemacht, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt ein richtiges Let's Play draus, jedenfalls für den Sonntag, für mein Spezialprojekt. Ich werde aber nicht das aus dem Let's Show weiterspielen, sondern ein neues Spiel mit einer Standardgruppe starten. Im Let's Show habe ich ein bisschen mit den Charakteren rumexperimentiert. Aber jetzt im neuen Spiel werde ich eine Standardgruppe machen, also so eine Anfängergruppe, weil ich habe das Spiel nicht weit gespielt. Ich habe kaum eine Ahnung, wie es ab dem zweiten Ebene des Dungeons aussieht. Also ja, für die, die das Let's Show nicht gesehen haben, Fall of the Dungeon Guardians ist ein Dungeon Crawler, also ein First-Person Dungeon Crawler à la Legend of Grimrock, Dungeon Master, Eye of the Beholder. Nur, dass die Kämpfe eben mehr oder weniger rundenbasiert sind, also Echtzeit-rundenbasiert, also so wie man es von Baldur's Gate oder so kennt, mit Aktivpause und so. Und dass man halt eine Vierergruppe hat mit spezifischen Rollen. Also ein Tank, ein Heiler, zwei Damage-Dealer. Sollten es sein. Und so eine Gruppe werde ich auch erstellen. Wir werden jetzt erstmal Schwierigkeitsgrad aus. Ja, Spaziergänger ist nicht so der Typ. Erforscher auch nicht. Ich werde wahrscheinlich Abenteurer nehmen. Oder Soldat. Wenn du Dungeon Guardians noch nicht gespielt hast, aber keinen neuen taktischen Kampf bist, also bekommst du eine gute Herausforderung. Ohne aktive Pause zu spielen ist extrem schwer. Ja, bei Abenteurer. Nee, da nehmen wir Soldat. Anpassbare Kampfgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Automatisch speichern. Angreifen vor dem nächsten Gegner, wenn vorherige ausgeschaltet. Das ist immer gut. Standard modern, Standard hardcore, Standard modern. Nee, weniger Gegner. Entfernt mehr als die Hälfte der normalen Gegner, aber keine Elite- oder Bossgegner. Nein, ich will schon die volle Breitseite haben. Gegenstände hervorheben auch. Ja, machen wir es so. Und starten mal rein. Das hier ist übrigens auch ein Test mit einer anderen Aufnahmesoftware als das Let's Show. Nur damit ihr Bescheid wisst. Weil ich mal am Überlegen bin, ob ich die Aufnahmesoftware wechseln sollte mittlerweile. Weil bei anderen Projekten macht die mir doch manchmal ein bisschen Probleme. Ich will aber nicht mitten in irgendeinem Projekt die Aufnahmesoftware wechseln. Deswegen mache ich jetzt das bei einem Test bei dem Sonntagsprojekt, indem ich das hier mit der anderen Aufnahmesoftware machen werde. Ja, und es geht los. Hey, du bist der neue Rekrut, richtig? Ich habe auf dich gewartet. Du hast keine richtigen Augen oder man sieht sie nicht richtig und hübsch bist du auch nicht gerade. Komm schon, lass uns deinen neuen Arbeitsplatz aufsuchen. Wirf einen letzten Blick auf das Sonnenlicht. Du wirst es für eine lange Zeit nicht wiedersehen. Ja, das stimmt leider. Geh durch, das wird ein langer Weg nach unten. Ja, mit der rechten Maus können wir uns umsehen. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Mhm, es geht weit nach unten. Und ja, du hast doch auch Pupillen. Du willst also ein Wächter dort im Dungeon sein, richtig? Entschuldige, dass ich frage, aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Was ist dein Geschlecht? Ich bin ein Mann. Oh, ich sehe, du hast keinen. Ich meine, du hast... ja. Was genau meinst du? Ich habe keine Brüste, ist schon klar. Entschuldige, ich meinte, was ist dein Name? Hagrim. Wir machen das heute ohne Brenno hier. Also aus nicht, natürlich nicht mit mir. Ja, mit mir als Hauptcharakter. Das ist ein schöner Name. Er erinnert mich an den Namen eines Schweins, das ich mal hatte. Was? Ja, genau was. Tut mir leid, nichts nur das Gebrammel eines alten Mannes. Hör nicht hin.
Sei nicht so still. Sag mir lieber, welcher Rasse du angehörst. Zwerg natürlich. Oh, richtig. Das erklärt, dass du so klein und bärtig bist. So, was? Ich habe nichts gesagt. Du etwa, wie auch immer. Welche Art von Wärter wirst du in diesem Gefängnis sein? Ein Wächter natürlich. Ich liebe es, Dinge zu zerschneiden. Ich bin ein Henker. Ich bin hier, um das Wohlergehen aller zu sichern. Ich bin ein Heiler. Meine magischen Kräfte sind schneller als irgendwelche fliehenden Gefangenen. Ich bin ein Magier. Ein Wächter natürlich. So, der Standard-Zwergentank, dachte ich mir, du siehst wirklich wie einer aus. Du scheinst voller Vorurteile zu sein. Mana Games präsentiert The Fall of the Dungeon Guardians. Ja. Game Design, Level Design, alles Mögliche. Auf jeden Fall wuseln hier die Untoten herum. Oh, da bist du ja endlich ein frischer Rekrut. Der Direktor. Ich bin der Direktor dieses Gefängnisses. Ich wollte dich persönlich hier begrüßen. Ich habe von all diesen großen Taten gehört. Nein, ich scherze nur. Ich habe keine Idee, wer du bist. Ich hörte nur den Aufzug runterkommen. Ich bin sicher, dass du ein Niemand bist, wie all die anderen Wärter auch. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir die Wachquartiere, lasse dich einen guten Nachtschlaf haben und gebe dir morgen deine Aufgaben. Ja, natürlich kommen wir gleich an und es gibt einen Zwergenaufstand. Hey, Lama, steh auf. Endlich bist du wach. Du hast den ganzen Aufruhr verschlafen. Alle Gefangenen sind geflohen, alle 15. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Ich war mit dem Löschen des Feuers beschäftigt, das mein Büro verwüstet hat. Offensichtlich läuft hier etwas wirklich schief, also muss ich das Gefängnis über den Aufzug verlassen. Aber ich kann die Gefangenen nicht entkommen lassen. Sie haben nicht den Aufzug genommen, müssen also eben den Dungeon geflohen sein. Und weißt du, wenn ich dich so sehe, sehe ich einen Anführer, einen echten Helden. Hiermit befördere ich dich zum Chef des Einfangtrupps. Wie viel Glück du hast. Schon an deinem ersten Tag übernimmst du Verantwortung. Ja, du willst dich aus dem Staub machen. Keine Bange, ich lasse dich die Gefangenen nicht alleine einfangen. Du kannst drei andere Trottel, ups, ich meinte Helden wie dich unter den anderen Wärtern auswählen, die dich bei deiner numblen Aufgabe unterstützen. So, Gruppenerstellung. Eigene Gruppe. Hagrim, Rolle Tank. Basiswächter, kompatible Wächter, ja, alle Wächter. Basiswächter. Bueno, ja, löschen wir mal. Bestätigen. Hagrim löschen wir auch mal. Das sind Basiswächter, also die, die schon vorgegeben sind. Ja, du bist die Seele dieses Wächters. Klick auf dieses Portal des Anwesens, um deinen Hauptcharakter zu wechseln. Achso, das ist dann dieses Symbol hier, Seele ändern. Gut, also ich erstelle hier erstmal einen Zwerg, auch wenn wir das schon gerade hatten eigentlich. Name ist Hagrim. Okay, du bist ein Krieger. Ein Beschützer und kriegst den gut aussehenden Zwerg hier, den grimmigen mit dem Eisenhelm. Und kriegst Stimme 4, das klingt am besten, wobei automatisch. Ne, nehmen wir das da. Gut, damit haben wir unseren Tank. Heiler hätte ich gerne was Weibliches. Oh ja, meine vorgegebenen. Elana und Celastra. Gut, Zwerg haben wir jetzt den Tank. Dunkelelf. Ah, ich könnte Dunkelelfin als Magierin machen. Ja, das könnte. Klingt mal gut. Halbling als Schurken eher. Ah ja, Elf als ein weiblicher Elf. Das ist Celastra. Unsere Heilerin, die nehmen wir mal als normale Priesterin. Ja, also Druide.
macht Zauber über Zeit, Priester macht Schutz und kann heilen, wenn nötig ist. Und Nekromant steht Gegnern, Gegnern das Leben. Ich finde eigentlich, Priester klingt so nach dem Standardheiler. Wobei Sylastra als Elfin eher eine Druidin, gute Druidin abgibt. Ja, hier kann ich mich ein bisschen frei entscheiden. Verletzungen vermeiden klingt eigentlich besser, als ständig heilen zu müssen. Nee, komm, wir nehmen den Druiden. Da passt am besten das hier. Ja, die Töne hier sind ganz toll. Nehmen wir das da. So. So, weiblich heiler Druide. So, jetzt die Schadensausteiler. Dann lösche ich die beiden. Erstell einen weiblichen Menschen erstmal. Das ist Talisa. So, Krieger. Und zwar Paladin. Wobei ich auch eine Soldatin nehmen könnte. Ja gut. Talisa mache ich mal zur Soldatin. Da passt nur dieses, dieses Bild da am besten zu ihr. Und ja, das Gestöhne klingt komisch. So. Gut, und zuletzt brauchen wir noch einen Wächter. Dunkelelf, weiblich. Ich hatte noch nie einen weiblichen Dunkelelfen. Zylera. Nee. Leriana. Ja, okay. Ich bin jetzt gerade mal kurz spontan kreativ gewesen. Magier. Und ich am liebsten den Elementarist nehmen. Feuer und Frost. Wahrscheinlich Feuer und Frost. Ja, Hexer ist Hotz und Alkanist. Nee, nehmen wir den Elementaristen. Und am ehesten passt dann sie. Wobei, da sind dann zu viele weibliche Charaktere, fällt mir gerade so auf. Männlich. Nehmen wir mal den Dunkelelf männlich. Nenn ihn Serekal, Magier, Elementarist, ja, das sieht eher hier am vielversprechendsten aus, oder eher hier, wobei als Dunkelelf eher hier, ist sowieso kein gescheiter Magier. Außerdem hier dabei, also nehmen wir dich. Bleiben wir mal bei Stimme 1. So. Das wäre mal unser Team. Ja. Hauptcharakter ist Hagrim.
Und dann würde ich sagen, Spiel starten. So, wir können uns natürlich wie auf unserem Grid frei bewegen. Noch keine Karte für diesen Level. Super. Ja. Systemmenü. Ah ja, Hauptmenü. Ja. Das hier ist dann eben unsere Steuerung. Ist ziemlich kompakt gehalten. Angriff. Die gesamte Gruppe. Einzelne Gruppenmitglieder. Heiltrank trinken, Mana-Tank trinken. Und das hier ist dann die Menüverwaltung, also unser Inventar. Unser Talentbaum. Unser Gesprächslog. Und unsere Karte. Schauen wir mal aufs Inventory um. Ups. Dass mir das jedes Mal passiert mit der blöden Flasche. Ja, die kommen wir jetzt nicht mehr ran. So, das Brot will ich hinzufügen. Aber ja, die Flasche haben wir leider verhunzt. Weil diese Sachen können wir leider nicht angreifen. Hey Sir, ich denke, es ist an der Zeit, uns vorzustellen. Ich bin Zerika und ich bin Schadensauszahler. Ich bin vor Erfolg unserer Mission überzeugt. Aber ich bin Talisa, ich bin eine Schadensauszahlerin. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich bin Silastra, ich bin ein Heiler. Oh, und wir sind tot. Moin Jungs, ich bin Hagrim, ich bin ein Tank und ich bin euer Anführer bei dieser Operation, vermute ich. Ich hoffe, dass ich nicht allzu schnell den Tod... Ich hoffe, dass ich uns nicht allzu schnell in den Tod führe. Bin mir nicht sicher, wie es enden wird, aber hoffen wir das Beste. Wenn ihr meiner Führung folgt, werden wir sicher alle dem Tier rausschaffen. Nehmen wir mal das Mittlere. Werden wir sicher tun. Okay, lass uns gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Hey Boss, du musst den Hebel da betätigen, um den Raum zu verlassen. Ja. Das ist die Waffenkammer oder das, was davon übrig ist. Glücklicherweise gibt es hier nichts Nützliches für uns, also sollten wir keine Zeit verlieren. Ja, wir können hier das Schwert aufheben. Mitnehmen. Man kann nie wissen, wann man mal was braucht, um es irgendwo abzuwerfen. Das ist übrigens unsere Gesamttragkraft, die alle zusammen haben. Inklusive geteiltem Inventory halt. An diesem Feuer ist nichts Natürliches. Ich befürchte auch, wir sollten weitergehen. Ja, Büro des Direktors. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, die Feuer zu löschen. Er sieht so aus, als ob da etwas hingehört, ja. Können ja mal gucken, ob wir hier so eine Art Rätsel haben. Sieht aber eher nicht danach aus. Aber so sind wenigstens die Schwerter jetzt weggeräumt. So, die Zellen sind alle leer. Die gefährlichsten Verbrecher des Königreichs waren hier eingesperrt. Nun sind sie alle weg. Niemand mehr da. Mhm. Ja, wir können auch Wände abklopfen, merke ich gerade. Oder fällt mir gerade so wieder ein. Eine Nachricht. Ja. In der Nachricht steht, manchmal wünsche ich mir, ich könnte auf eine Bank liegen. Ich bin sicher, wenn ich das könnte, würden tolle Dinge passieren. Ja, hier ist zum Beispiel eine Bank.
Aber wenn ich die das Ding da drauf lege, passiert nichts. Vielleicht muss ich ein Schwert drauflegen. So, da sind wir jetzt einmal rundherum gegangen. Und da sind wir gekommen. Hochsicherheitszone. Verbote erreicht nur autorisiertes Personal. Ja. Hier ist auch eine Bank. Aber auch bei der passiert nichts. Alle Gefangenen sind geflohen. Wir sollen uns mit dem Einfangen beeilen, bevor sie einen Weg aus dem Dungeon finden. Oder bevor sie von den Kreaturen gefressen werden, die hier herumstreuen. Aha. Okay. Das hat was geöffnet. Magst du Schnitzeljagden? Wenn ja, dann lege ich mich in einen leeren Alkoven. Ah.